Minecraft UAC 10 mit einem neuen OP-Smaragdschwert und einer super kranken Smaragdrüstung. Ein Smaragdschwert werde ich wahrscheinlich eh nicht bekommen. Oh! 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 Damit logisch ist euer Hau. Herzlich willkommen zu Lass ein Like da oder ich hau dir mit meinem Smaragdschwert auf den Kopf. Baue ich mich jetzt einfach runter? Was mache ich denn jetzt? Ja, fuck it, komm. Der maximale Effektstufe ist 250. Ja, ich werde schon jetzt nicht drauf gehen. Das wird schon irgendwie klappen. Ich hoffe, jetzt einfach funktioniert es. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt wieder eine Höhle finde. Ich war echt froh. Ich dachte, okay, gut, es läuft nicht. Ich habe mindestens eine Höhle gefunden, aber es ist einfach immer das Gleiche. Irgendwas funktioniert immer nicht. Jetzt muss bitte nur eine Höhle kommen. Mein Höhlensensor ist aber auch gerade nicht gut dabei. Bisschen eingeknickt. Mhm. Vielleicht sollten wir in Zukunft einfach Starter-Kits anbieten. Ein Smaragdschwert werde ich wahrscheinlich eh nicht bekommen. Oh! 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 Oh mein Gott, als ob er... Oh, Frederik, Alter. Das ist so... Nein, es ist nur ein... Okay, gut, davon lasse ich mich jetzt nicht fertig machen. Man kann sich ja auch mal so, man kann sich ja trotzdem darüber freuen, was gerade passiert ist. Das ist ja trotzdem an sich ein sehr positives Erlebnis gewesen, was ich da gerade hatte. Und zwar, dass ich einfach so eine Höhle gefunden habe und in dieser Höhle direkt neben mir noch ein Smaragd war. Jetzt muss ich nur noch einen zweiten bekommen. Und Lapis war da ja auch, also konnte ich mir direkt eine Lapis-Picke machen. Die Lapis-Picke aktiv? Die Lapis-Pick ist aktiv, natürlich, die bleibt drin, habe ich doch gesagt. Das wird jetzt der Vergleich. Du baust dich runter und findest eine Höhle, ich baue mich runter, bin im Lava. Ja, und du hast doch Resistenzen. Ja, nee, aber es geht halt ums Prinzip. Smaragde sind immer einzeln. Oh ja, er hat recht. Smaragde sind normalerweise einzeln, ja? Lol, und in welcher Chunk-Verteilung sind Smaragde? Ich habe mich damit nie irgendwie groß beschäftigt, weil ich brauche zwei für meinen Plan, mir daraus ein Schwert. Oh lol, hier ist einfach ein Spawner. Was macht denn der Spawner hier? Frederik, das war gar nicht geplant. Oh, jetzt habe ich auch 6 Level zusammen. Lol, ah, lol, lol. Hey, war der vorher schon da oder wurde der platziert? Ist Frederik wirklich da? Frederik, du unterstützt mein Clickbait, oder? Da ist es. Da ist es. Hey, aber der wurde doch platziert. Der war da nicht vorher da. Ist das jemand? Hat das jemand gesehen, wie ich da drüber gelaufen bin? Einer schreibt, Frederik, Schluss jetzt. Außer es erscheinen jetzt zufällig noch genug, um mir eine Smaragdrüstung herzustellen. Rein zufällig. Wie viele Smaragde kommen denn jetzt vor in so einem Chunk? Ist es seltener als Dias oder? Musst du Frederik fragen, je nachdem, wie viel Bock er hat. Ach komm, du bist nur neidisch, weil du keinen hast. Ganz einfach gesagt. Das ist so wie bei deinem Dingeling-Ding-Dong. Ne? Nur weil ich so einen langen hab, bist du... Ja, ja, genau. Du weißt genau, wovon ich rede. Es ist wirklich, ich beende die Freundschaft hier gerade live. Warum? Ja, wegen der lustigen LOL-Runde. Nee, weil du dumm bist, Gammo. Deswegen beende ich die. Weil du ein kleines Dingeling-Ding hast. Oh, leuchtet oben drüber das Lava. Ja, aber ich dachte, ich wäre hier alleine und kann mich auszoomen. Mhm. Er fragt mich einfach nach Du willst dich ausziehen? Ah, nee, das ist nicht. Du hast dir eingekackt? Hätte ja sein können. Nein, hättest nicht. Und mit der Lapis-Picke bin ich jetzt echt übelst gut unterwegs. Und wenn ich mache ich mir einfach eine Eisenrüstung und hante dann, wenn die Schutzzeit vorbei ist und gehe dann auf irgendwelche Leute los. Aber Leute, können wir so tun für den Clickbait, als ob ich das geheim hinzugefügt habe? Und ihr nicht vom Crafting-Rezept wisst? Ah, was haltet ihr übrigens mal davon, noch eine zweite Picke hinzuzufügen, die eventuell die Erze und andere Kleinigkeiten direkt brennt? Was würdet ihr davon halten? Damit wir im UAC einfach noch ein bisschen so einen kleinen Ticken schneller sind? Ich wollte jetzt mal was anderes ausprobieren, weil ich muss mich ja doch schon öfters löschen, als es eigentlich sonst üblich ist, wenn ich mit euch zusammenspiele. Na gut, ich habe ja noch Resistenzen. Es sind noch 4 Minuten 20. Oh mein Gott, gerade war noch 4 Minuten 20 Schutzzeit. Blaze it. Oh Mann, oh, hier ist eine Schlucht. Frederik! Dann brenne ich mal fix mein Eisen fertig. Kann ja hier eigentlich weiter brennen. So, dann suche ich jetzt weitere Smaragde noch fix. Frederik gönnt heute, schreibt einer. Frederik gönnt übelst, Alter. Frederik! Jetzt muss ich nur gucken, ob hier überhaupt welche sind. Als ob hier irgendwelche Smaragde sind. Da vorne ist definitiv jemand, der auch Full Iron hat. Das könnte in 3 Minuten kritisch werden. Aber gut, ich habe halt den Vorteil, dass ich das Schwert habe. Ist es sehr viel besser als ein Dia-Schwert? Na, es bringt ja auch noch Geschwindigkeit. Ja, aber ich meine vom Attack-Damage her? Ja, es ist, glaube ich, sogar zwei Angriffsschaden besser als ein
als ein Dia-Schwert. Es müsste damit mindestens Schärfe 1 haben, glaube ich. Bin mir aber gerade unsicher. Die Frage ist, ob der Kollege da hinten irgendwas hat. Ich mache mir jetzt nur noch fixen Helm. Hab da noch 2 Minuten 40 Zeit hier vorne in der Höhle. Selbst wenn ich jetzt noch Smaragde finde, brauche ich übelst viel, um mir daraus eine Rüstung zu craften. Also ob überhaupt jemand den ganzen Ressourcenkram zusammengekramt hat, um irgendwie mit einer kompletten Emerald-Rüstung hier anzukommen. Boah, das wäre schon krank. Ey, also der wird, also wenn er dann noch ein Schwert dazu hat, unaufhaltsam. Den kann niemand aufhalten. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Gold mitnehmen. Oder müsste ich auch erstmal Goldäpfel farmen. Oder Smaragde. Ist kritisch. Also dadurch, dass die Schutzzeit jetzt so kurz ist. Ich tausche das mal. Ich glaube, ich gehe lieber auf. Warum benutze ich nicht mein Wassereimer? Bin ich irgendwie dumm? Oh ja, da sind auch noch Dias. Lol. Frederik gönnt heute ja mal übelst. Oh mein Gott, hier sind halt auch noch übelst viele Dias. Oh mein Gott, Frederik, Alter, hat er heute Spendierhosen an? Alter Schwede. Oh, noch mehr Smaragde. Frederik, Alter. Jetzt kann ich mir Boots machen. Da sind sie, Smaragdstiefel. Ach, sehe ich steil. Wirken meine Ass-Cheeks jetzt noch breiter als vorher? Ich habe gar kein Schild. Ah. Noch mehr Smaragde, lol! Jetzt hätte ich mir schon einen Helm machen können. Ist hier noch irgendwas? Ich habe noch 5 Sekunden. Oh, jetzt wird's gleich dunkel. Oh, jetzt wird's für mich gleich. Oh, und ich muss mir die Resistance. Okay, ich hoffe, mich greift kurz keiner an. Ich clear kurz meine Resistance. Okay, ich habe keine Effekte mehr. Hier, ihr seht, ich betrüge nicht. Also außer natürlich, dass Frederik mir hier aggressiv viele Items hingepackt hat. Ah, Leute, ich habe nicht genug Holz jetzt mehr. Oh, ich muss jetzt hier nur noch rauskommen irgendwie. Das Schild ist aber auch absolut useless. Also ja, das hält halt nur einen Hit aus und das nicht mal richtig. Kann halt sein, dass ich jetzt durch die fehlende Nachtsicht natürlich ein bisschen was übersehe, wenn hier noch irgendwas rumschwirrt. Da hinten ist jemand. Okay, ich baue mich jetzt einfach hoch. Ich kann sonst nicht. Ich habe nichts zu essen. Das bricht mir das Genick, wenn ich jetzt kämpfe. Ich weiß, straight nach oben bauen. Es kann schief gehen, aber schaut euch mein Glück an. Es kann gar nicht schlimmer werden. Hochbauen mit Logo. Auf ganz kritischer Basis. Dings auch wieder abgebaut. Och, ich bin so blöd. Ich bin wirklich der dümmste Spieler, der jemals dieses Spiel berührt hat. Ich müsste doch jetzt bald mal an die Oberfläche kommen. Problem ist natürlich, dass wir in einem Bergbiom sind. Ich will mindestens einen Kampf haben, den ich gewinne. Danach ist mir egal, ob ich an irgendeinem Sweat sterbe. Oh mein Gott, da war Kies. Oh, Oberfläche. So, jetzt muss ich nur was zu essen finden. Oh, hatte der was zu essen? Oh, Mann, Alter. Oh, Leute, er hat auch so ein Schwert. Oh, hatte der Essen? Er hatte zumindest ein Schwert. Oh Mist, wenn ich jetzt nicht gleich was zu essen bekomme. Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh gut, er hatte angefangen, die Pilze abzubauen. Die droppen ja gar keine Pilze raus, glaube ich. Ich kenne mich damit zu wenig aus, muss ich ehrlich sagen. Damit kann ich mindestens erstmal regenerieren. Wie lange habe ich Hunger? Für 20 Sekunden. Als ob ich jetzt hier für 20 Sekunden stehen bleibe. Flash musste ich... Er hatte 3 Plattenspieler? Das muss ich jetzt nicht hinterfragen. Okay, da hinten kommt jemand. Während Hunger sollte man sich doch nicht bewegen. Da bekommt man doch dann noch mehr... What? Da haben 2 Leute Full-Smaragd-Rüstung? Was? Ja, ich werde sterben. Komm, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Nein, da kam jemand von der Seite. Nein. Nein. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Ah, Nikolas hat mir übrigens nochmal Inside-Infos geschrieben. Emeralds tauchen übrigens 10-mal pro Chunk in Extreme Hills auf. Okay, aber naja, schade. Ich habe mindestens kurz meinen Kill gehabt. Also, ich hätte gerne die Rüstung angezogen. Full Smaragd ist natürlich echt heavy. Alter, Full Emerald ist ja geisteskrank. Wer hat mich denn jetzt gekillt? Woher soll ich denn jetzt wissen, wen ich wegbann? Ich suche gerade die Leute, die hier mit dem Full Smaragd rumdingeln. Ich bin einfach nur Depri. Ich hätte gerne mindestens die Rüstung angezogen und damit dann einen Kampf gehabt. Ah, hier war der Kampf. Aber hier ist niemand mehr mit der Rüstung. Okay, hier haben Leute fast Full Dia. Und die Schwerter definitiv am Start. Das ist definitiv fresh.
Okay, der ist tot. Hier stackt sich jemand hoch, der eine Smaragdhose hat. Hat er nicht. Er hat einfach nur einen grünen Skin. Lol. Er hat einfach die Rüstung nicht mitgenommen. Warum? Ist das der Typ, der mich gekillt hat? Wenn das der Typ ist, der mich gekillt hat und jetzt anstatt, dass er sich die Emerald-Rüstung mitnimmt, sich da hochstackt. What? Warum? Er hätte Full Emerald haben können. Mit Schwert, Hose, Rüstung, alles, was das Herz begehrt. Er wäre unbesiegbar gefühlt. Er hätte übelst viel Rüstung. Er hätte dieses Geschwindigkeitsboosting vom Schwert. Einer schreibt im Streamchat, dass man mit X-Ray auf meinem Server hacken kann. Ich raste aus. Hallo, Leute. Also, wenn das der Typ war, der mich gekillt hat. Ey, keine Ahnung. Dann fehlt mir alles. Der ist einfach maximal verwirrt, der Junge. Also, der Typ, der mich geklatscht hat. For real. Hat einfach die größte Chance verpasst, dieses Game hier zu gewinnen. Er hätte einfach den scheiß Kram mitnehmen können. Woher soll ich denn wissen, ob die X-Rayen? Wie soll ich das herausfinden? Ich kann es mal anmerken, aber wir hatten nie irgendwelche Probleme. Dass ich es gar nicht so unwahrscheinlich finde, sich eine volle Rüstung zusammenzufarmen, wenn es 10 Stück pro Chunk gibt und ich schon genug gefunden, also ich habe genug gefunden, um mir ein Schwert zu craften. Theoretisch, gerade als ich mir die Schuhe gemacht habe, habe ich ja noch einen gefunden, um mir einen Helm zu craften. Da habe ich schon mal ein Rüstungsteil zusammen und ich bin absolut nicht der smarteste Guy, wenn es irgendwie ums Farmen geht. Man kann eigentlich nicht durch die Grenze laufen, also nur ich kann aus der Grenze rausfliegen, weil ich im Spectator gerade bin. Oh mein Gott, Leute sind absolut Big Brain, wenn man die Lapis-Picke miteinander kombiniert, bekommt man eine Lapis-Picke mit Glück 2. Er schlägt einfach den Mod, ist irgendwie wahnsinnig. Ey, wenn ich jetzt noch sehe, wer sich hier hochbaut, der kriegt von mir, den klatsche ich einfach. Den klatsche ich mit dem dreckigen Emerald-Schwert um. Ist das Emerald oder Smaragd? Smaragd im Deutschen, oder? Ja. Zwei Holz, wenn ich keine Sticks finde. Der nächste Typ, den ich sehe, der sich hier irgendwie hochstackt, den klatsche ich mit einem Smaragd-Schwert die Ohren weg. Junge, was für ein Standard-Skill sitzt hier oben. Der Drogendealer fährt wieder durch die Stadt. Es ist niemand oben drauf. Da drüben baut schon wieder jemand irgendwas. Was wird hier gemacht? FR-Doppelpunkt. Ach, er will Frieden. Weil das I ist das hässlichste I, was ich seit Jahren gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann echt nur dumme Namensschilder bauen. Jetzt geh nach da unten, Kollege. Und nein, ich habe nicht in die Dusche gekackt. Hä, what the fuck? Ehrlich, Leute, ich weiß mir nicht mehr zu helfen bei euch. Was macht er denn jetzt? Was denn seine Mission? Hat er da jemanden mit Lava zugebaut? Ja, ich TP jetzt einfach alle. Ist mir ja, ich will, dass das hier endet. So, und jetzt klopft euch die Fresse an. Lol. Wir hatten eine Woche ohne Crashes.